Der klassische Engpass. Ja, was gilt hier? Ich habe Vorfahrt. Auch wenn ich mit einem Fahrrad fahre, trotzdem haben die Fahrzeuge zu warten und mich durchzulassen. Es gelten die normalen Verkehrsregeln wie überall auch. Da frage ich mich manchmal wirklich, haben die Leute ihren Führerschein bei eBay gekauft? Die Ampel ist rot und der Rentner muss hier einfach über Rot ballern. Ja, man kennt's nicht anders. Offenbar muss der Rentner mal zum Augenarzt. Und das ist der Grund, warum Autofahrer Fahrradfahrer hassen. Aber die nächste ist noch besser. Bremst an, täuscht an, es ist rot, bremst mit den Schuhen, aber fährt trotzdem über Rot. Einfach genial. Rechts vor links kennt sogar ein Busfahrer nicht. Cool. Hätte ich nicht die Vollbremsung gemacht, dann hätte es gescheppert. Wir haben hier eine Kreuzung. Von der Parklücke aus fährt dieses E-Auto einfach auf die Kreuzung und nimmt mir die Vorfahrt. Einfach nur klasse, oder? Nicht nur Fahrradfahrer fahren über Rot, sondern Autofahrer können es genauso gut. Wir stehen hier an der Bedarfsampel, wie immer. Und die Ampel wird von Gelb auf Rot. Und trotzdem, tja, die zwei Mädels fahren trotzdem einfach über die rote Ampel. Wirklich unterirdisch, was hier manchmal in Deutschland so abgeht. Da steht man an der Bedarfsampel, wird rot, also für die Autofahrer, wird einfach drüber geprescht. Wäre es ein bisschen schneller gewesen, dann hätte es gescheppert. Zuerst sah alles normal aus, so wie immer. Aber dann scheint es wohl den einen zu lange gedauert zu haben. Oh Mann. Da die Erwachsenen das hier die ganze Zeit machen, mittlerweile fangen sogar die Kids an, hier einfach über Rot zu fahren. Leute, wenn da ein Auto gekommen wäre, das hätte gescheppert. Manchmal frage ich mich echt, ob die Leute Lack gesoffen haben. Die müssen echt mal zum Augenarzt, weil sie irgendwie die rote Farbe nicht sehen. Verstehe ich nicht. Wenn es mal wieder länger dauert, ist ein Snickers. Einfach zu faul, mal ein paar Sekunden zu warten. Es hätte auch ein Auto kommen können. Oh Mann. Hier ist eine Bedarfsampel. Hier bremst das Auto, weil die Radfahrer über Rot kacheln. Ohne Rücksicht auf Verluste. Unterirdisch, was hier so abgeht. Und mal wieder wird die rote Ampel wie immer überfahren. Mädel, deine Eltern sind bestimmt stolz, wenn du einen Unfall hattest und nie wiederkommst. Verdammt nochmal, da kommt der Mercedes aus der Straße geballert und hätte mich fast umgenietet. Leute, saugefährliche Kacke. Hier habe ich schon dauerhaft den linken Arm raushängen, um links abzubiegen. Die fährt mir den Arm fast ab und es juckt die gar nicht. Was geht hier ab? Führerschein bei eBay? Das hier habe ich schon so geahnt. Das Mädel geht über die Straße und geht weiter über den Radweg und erschreckt sich dann, weil ich hinter ihr stehe. Lol. Das ist der Grund, wieso ich dumme Menschen hasse. Es ist zwar hier eine Ampel, dennoch stehen die mitten auf dem Radweg. Dann, als ich sagte, ihr steht auf dem Radweg, pöbelt der Kackvogel mich noch an. Bis er realisiert hat, dass er auf dem Radweg steht. Hier haben wir mal wieder ein super Beispiel für Leute, die nicht die rote Farbe erkennen. Ja, noch irgendwelche Fragen? Aber nicht so hastig, es geht noch weiter. Das war nicht nur das erste Mal. Hier habe ich die beiden mal angesprochen, gesagt, fahrt rüber. Los? Warum fahrt ihr nicht rüber? Ist doch rot, interessiert euch doch sonst nicht. Naja, die haben mich auf jeden Fall komisch angeguckt, aber erstmal nicht reagiert. Und dann sind wir weitergefahren, weil es gerade grün wurde. Die Bedarfsampel ist tatsächlich rot und es wird trotzdem drüber geprescht. Obwohl ich hier halte, der zweite noch hinterher. Und ein Auto kam da auch noch. Jetzt habe ich die zwei nochmal angesprochen. Und da wurde ich wieder nur blöd angeguckt und von dem einen gefragt, was ich für ein Problem hätte. Ich sage, ich möchte eine schöne Aufnahme, wenn du von einem Auto überfahren wirst. Das wäre das beste Video ever. Mit dir verdiene ich Geld. Naja. Immerhin der eine, der hat es tatsächlich jetzt später kapiert. Komischerweise. Denn als jetzt hier grün geworden ist, sind wir losgefahren. Der Radfahrer vor uns, der prescht weiter, aber der E-Roller, der hat es scheinbar kapiert, was ich damit sagen will. Und hat halt gehalten, aber den anderen, naja.
was soll ich noch dazu sagen? Armes Deutschland. Wenn man unbedingt mit dem Handy spielen muss. Oh, guck mal, wo ich gerade bin. Und dann in den Radverkehr läuft. Hier ist eine 30er-Zone und ich fahre schon 30 und 10 fucking Zentimeter. Und er fährt einfach weiter. Wäre was passiert, er wäre weitergefahren. Dieser E-Rollerfahrer macht sich so breit wie ein LKW, damit man nicht wirklich dran vorbeikommt. Ich hab den Bein von seinem scheiß E-Roller gekickt, den Idioten. Tu es. Tu es. Do it. Jawoll, so muss man das. Super geiles Vorbild, du Idiot. Geisterfahrer, die zwei kennen wir tatsächlich. Der einen habe ich damals mit dem Spiegel einen auf die Finger gegeben. Hier ist eine Einbahnstraße für Fahrräder frei. Hier biegt ein Auto in die Straße ohne Blinker und guckt einfach nach rechts. Anstatt dahin zu gucken, wo er in die Straße fährt. Naja, durch meine schnelle Reaktion konnte ich einen Unfall verhindern. Einfach nur unterirdisch, was hier so abgeht. Ich fahre hier in eine Straßenverengung. Hier habe ich Vorfahrt. Es kommt mir ein Auto entgegen, das eigentlich zu warten hat. Er fährt trotzdem in den Engpass, hält voll auf mich drauf. Im letzten Moment habe ich einen Schwenker nach rechts gemacht und er hat den Arm von mir getroffen. Die Erschütterung muss er gehört haben. Trotzdem beginnt er Fahrerflucht und fährt weiter. Kannst du dir echt nicht ausdenken, echt nicht. So, und jetzt für die Kackvögel, die der Meinung sind, es wäre hier genug Platz. Seht euch das an, da ist nicht mehr genug Platz. Sorry für den Wassertropfen auf der Dashcam, auf der Linse. Es war hier sehr regnerig, aber wenn ihr mal hier schaut, ein Rollerfahrer, die Ampel ist rot. Ich stehe hier an der Ampel, das letzte Auto ist durch, da fährt er, die Ampel ist immer noch rot. Weil die gilt auch für mich. Da fährt er einfach quer über die Kreuzung. Auf die Straße, Hammer. Und die Geisterfahrer sind mal wieder unterwegs. Naja, ich habe dem Herrn hier mal gezeigt, so von wegen, hier Kollege, andere Straßenseite ist deine Straßenseite, da auf der anderen Straßenseite auch ein Radweg ist. Ja, aber das hat ihm nicht interessiert. Aber meistens kommt ein zweiter zuletzt. Und so war es auch. Haben wir auch gesagt, andere Straßenseite, da werde ich nur blöd angemeckert. Aber naja, Verkehrsregeln sind Verkehrsregeln. Hier erleben wir gleich einen Kackvogel in freier Wildbahn. Kackvogel. Ich finde es ja immer wieder komisch. Bei den ersten Ampeln, bei den ersten roten Ampeln, da haben sie so die Eier. Aber dann an der großen Kreuzung haben sie keine Eier mehr. Kleine Eier, keine Eier. Naja, er hat extra für mich nochmal die rote Ampel mit bis fahren. Oh Mann, was ein Kackvogel. Nur unterirdisch, was hier abgeht. Ich bin hier in der Verengung drin, wo kein Platz mehr für ein Auto ist. Der Autofahrer des BMWs sieht mich, fährt trotzdem rein. Was ist passiert? Sein Fahrerspiegel hat Bekanntschaft mit meinem Knie gemacht. Mein Knie hat nichts, sein Spiegel Totalschaden. Hier sieht man, dass kein 1,50 Meter Abstand eingehalten wird. Hier waren es 0 cm. Spiegel kaputt. Der Fahrer hielt an, stieg aus und machte eine Riesenwelle. Als ich abgestiegen bin, habe ich ihm mal gesagt, dass er hier die Vorfahrt erzwungen hat und es seine Schuld ist. Die Polizei wurde gerufen und er durfte erst weiterfahren, wenn er einen neuen Spiegel hat. Eine Strafe von 80 Euro durfte er auch noch zahlen und er war total uneinsichtig. Ich wurde gefragt, ob ich eine Anzeige machen möchte. Von einer Anzeige habe ich abgesehen. Ich dachte mir nur, die Strafe ist genug, wenn er zu Fuß erstmal einen neuen Spiegel organisieren muss. Seine Aussage war einfach göttlich. Ich bin Auto, Fahrradfahrer haben Platz zu machen, wenn ich komme. Bitte, was ist los? Leute, für euch. Fahrräder bzw. Fahrradfahrer sind genauso Verkehrsteilnehmer wie jeder andere auch. Die Verkehrsregeln gelten für jeden. Sowas lernt man in der Fahrschule. Ich vergaß.
für Mercedes, BMW, Audi gelten solche Verkehrsregeln nicht mehr. Haben wir schon oft genug in den Videos beobachtet. Ich sage nur, die LKW-Hasser folgen. Und ja, ich weiß, es gibt Fahrradfahrer, die halten sich nicht an die Verkehrsregeln. Das haben wir auch schon sehr oft genug in den Videos gesehen. Dennoch bin ich einer der wenigen, die sich an die Verkehrsregeln halten. Irgendwie komisch, oder? Hier sehen wir wieder die klassischen Farbenblinden. Ich weiß nicht, wir müssen definitiv mal zum Augenarzt. Hier fährt noch ein Auto durch. Ich warte auf der anderen Seite und trotzdem fährt er über Rot. Scheißegal. Scheiß auf Rot.